Jo, und weiter geht es. Gehen wir einfach mal nach hinten durch. Weil dieser Typ hat eine besondere Karte und die möchte ich gerne haben. Allerdings bekomme ich die, glaube ich, erst nachher. Was seid ihr für Kollegen? Boah, fetter. Das regelmäßige Rattern der Bahn macht mich ganz müde. Unsere Prinzessin schläft im Nebenzimmer. Wie bitte? Du willst sie wecken? Gott, bist du mutig. Okay. Speichern wir erstmal wieder eine Runde. Ist auch schon etwas länger her. Bam, bam, bam. Bam, bam. Ich glaube, ja, bevor ich hier mit Diabolos gekämpft habe, glaube ich. So. Na, na, na. Gehen wir mal nach ganz hinten. Na, na, na. Was mag die Prinzessin wohl für eine sein? Wen haben wir denn da? Oh, Nose, what the hell? Ach, diese Musik ist die nicht? Du bist doch. Wir haben zusammen getanzt. Bist du etwa ein Seed? Ah ja, unsere Tanzpartnerin von damals. Ich bin der Anführer, Squall. Unten warten noch zwei andere. Hurra, die Seeds sind gekommen! Sehr impulsiv, die Kleine. Bleib locker. Ich bin wirklich froh darüber. Ich hatte den Auftrag schon vor Ewigkeiten an den Garden geschickt. Ein Glück, dass ich direkt mit Direktor Sid gesprochen habe. Verstehe. Du hast während der Feier unseren Direktor gesucht. Deswegen hast du ihn da stehen gelassen auf der Tanzfläche, wa? Ne. Kennst du Cypher? Ja. Er ist derjenige, der mir Direktor Sid vorgestellt hat. Euer Direktor ist wirklich nett. Ich dachte, dass die Seeds unserer armen Gruppe nicht antworten. Aber als ich mit dem Direktor sprach, war er sofort für uns. Da wundert mich, dass der Direktor was zu entscheiden hatte. Da ihr jetzt hier seid, können wir nun sämtliche Pläne durchführen. Ach ja? Können wir das? Huch! Ich gehe jetzt wieder runter. Okay, lass uns los. Lass uns los. Squall, ist er auch da? Wer? Er. Cypher. Nein, er ist kein Seed. Ach so. Ja, willst du etwa was von Cypher? Ach, da wird Squall aber eifersüchtig. Ach ja, ich heiße... Wie heiße ich denn? Rinoa. Rinoa. Schön, dich kennenzulernen, Squall. Wow, er gibt dir die Hand. Was zur Hölle? Ach ja, seit wann können Seeds eigentlich tanzen? Es könnte ja sein, dass wir während deiner Mission jemanden bei einem Tanzabend kontaktieren müssen. Wir sind eben auf alles vorbereitet. Puh, das gehörte also für dich bloß mit zum Job? Dabei war es... War es was? Oh, ist der Hund süß. Oh, ich will sie dir vorstellen. Oh, der hat aber keinen Schwanz, der Hund. Das ist meine Partnerin. Ihr Name ist... Angel! Ja, den lassen wir, den Namen. Willst du wissen, was Angel alles kann? Ja, es kommt ein Tutorial, was ihr Hund so alles kann. Der kann uns im Kampf auch ein bisschen helfen. Siehst du? Ich muss jetzt etwas Wichtiges erledigen. Sei also brav, Angel. Ich geh schon mal vor. Oh, er hat den Schwanz. Oh, der Schwanz hängt einfach nur so runter. Oh, der Hund ist traurig. Oh, wie süß. Oh, ist der süß. Ist der nicht putzig, Leute? Oh. Ich mag Hunde. Aber vor allem mag ich Katzen. Die mag ich mehr. Hunde sind auch toll. Gab's denn nicht irgendwas? Oder erst später? Nee, erst später. Oh, der Hund wimmert nur vor sich hin. Raus da! Okay, also, unsere nette Tanzpartnerin von damals, von dem Seed-Abschiedsball, ist also die sogenannte Prinzessin Rinoa. Schön. Was für Zufälle. Wie klein die Welt doch ist. Xel. Und Selfie. Sehr nett. Xel, vielleicht gibt sie dir die Hand. Schön, euch kennenzulernen. Hierher. Rein da. Na, 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 na. Also ich bin der Meinung, man bekommt die Karte von ihm. War das jetzt hier oder ist das jetzt schon vorbei? Hätte ich jetzt so lange spielen müssen, bis ich die Karte bekomme? Fuck.
Das weiß ich jetzt nicht mehr. Vielleicht sollte ich es nochmal ausprobieren. Ach, ich warte kurz. Besprechen wir erstmal die Mission, damit wir überhaupt mal wissen, was wir denn als nächstes zu tun haben. So, hört mir bitte zu. Ich höre. Die nächste Mission ist extrem wichtig. Der Name Waldeule wird auf der letzten Seite von der Unabhängigkeitserklärung stehen. Okay. Aufregend, was? Ja, geht so. Alles fing damit an, dass wir das Geheimdokument aus Galvania bekamen. Ich hab's besorgt. Es war die Rede davon, dass ein Super-VIP Timber besuchen soll. Super-VIP. Es ist der Galvania-Präsident Vincer Delling. Der Unhold Vincer Delling. Er wird selbst von den Galvanianern gehasst. Er ist im Grunde ein Diktator. Delling wird mit dem Sonderzug aus der Hauptstadt hierher fahren. Wir haben vor, diesen Zug... Ja? ...mit einem Raketenwerfer in die Luft zu jagen, richtig? Nein, sowas Brutales nicht. Selfie. Ja, was jetzt? Erzähl mal ein bisschen genauer. Dann sollten wir mal anfangen. Oh no. Ich werde es anhand dieses Modells erklären. Der gelbe Zug ist unsere Eule. Das, die nachgebaute Attrappe. Hier unten von links nach rechts der Triebwagen und der Wachwaggon 1. Der Präsident sitzt im roten Präsidentenwaggon. Und der letzte ist der Wachwaggon 2. Zunächst springen wir hier rüber. Unser Hauptziel ist es, die Attrappe mit dem Präsidentenwaggon auszutauschen. Anschließend werden wir Delling samt Waggon mit der Eule entführen. Dazu müssen wir die Weichen an insgesamt 2 Punkten umschalten. Wir haben die gesamte Mission in 7 Arbeitsschritte aufgeteilt. Okay. Erstens, Wache 2 einholen und aufs Dach. Dazu müssen wir von der Attrappe zur Wache 2 hinüberspringen. Zweitens, uns auf der Wache 2 vorarbeiten. In der Wache 2 befinden sich Soldaten mit Sensoren. Da war wohl ein Technikfreak am Werk. Wie man den Sensoren ausweicht, erzähle ich später. Drittens, bis zum Präsidenten voranpirschen. Auf dem Präsidenten kannst du normal laufen. Delling hasst moderne Technik, daher hat niemand in seiner Nähe solche Geräte. Die Kopplung von Wache 1 trennen. Schritt 4. Wenn wir es nicht bis zur ersten Weiche schaffen sollten, dann macht es BOOM! Ganz genau. Daher müssen wir uns beeilen. Über die Trennung erzähle ich später. Fünftens. Nach der Abtrennung fahren Attrappe und die Eule hinein. Okay. Hört sich plausibel an. Bam. Wenn alles glatt läuft, werden Attrappe und Eule dazwischen geklemmt. Danach fahren alle Waggons in einer Reihe. Okay. Und das merkt kein Schwein, oder wie? Sicher. Schritt 6. Jetzt die Kopplung von Wache 2 trennen. Das ist die zweite Abtrennung. Es läuft genau wie beim ersten Mal. Siebtens, nach der Trennung werden Eule und Präsident weggefahren. Okay. Wenn alles klappt, werden nun Eule und Präsident ausgeklinkt. Danach können wir uns auf das Meeting mit dem Präsidenten vorbereiten. Für diese 7 Arbeitsschritte haben wir ca. 5 Minuten. Wenn wir das nicht schaffen, sind wir wahrscheinlich tot. Vergesst das bitte nicht. 5 Minuten? Reicht das? Wir haben simuliert und nur 3 Minuten dafür gebraucht. Ihr seht, müsstet es schaffen. Klar, das geht locker. So, über den Sensor von Wache 2 will ich euch was erzählen. Die Soldaten verwenden 2 Arten von Sensoren, den Geräusch- und den Temperatursensor. Der Geräuschsensor reagiert auf Geh- bzw. Laufgeräusche. Den benutzt der blaue Soldat. Der Temperatursensor reagiert dann, wenn jemand auf einer Stelle stehen bleibt. Den besitzt der rote Soldat. Wenn Sie die Jalousien aufmachen, tasten Sie die Umgebung ab. Ihr müsst aber nur auf die Fenster direkt unter euch aufpassen, da die Reichweiten sehr klein sind. Und wie werde ich nicht erwischt? Wenn eine Jalousie unter euch aufgeht, müsst ihr einfach dementsprechend handeln. Beim roten weiter. Okay. So viel zum Thema Sensoren. Und nun zum Thema Abtrennen der Waggons Wache 1 und Wache 2. Frage! Wie soll ich die Kopplung während der Fahrt trennen? Normalerweise kann man die Kupplung während der Fahrt nicht trennen, aber wenn wir das System umgehen, geht's. Sobald die Kupplung getrennt wird, lösen sich die Waggons von alleine. Dazu müssen wir einige Codes per Hand eingeben. Wir haben auch die Code-Tabelle. Die hat Renoir. Ich werde die Codes durchsagen. Die Eingabe der Codes übernimmt der Anführer, Squall. So, Squall, hör mir jetzt bitte gut zu. Ein Code besteht aus 4 Zahlen zwischen 1 und 4, wie zum Beispiel 2341. Auf der Tafel, die du bedienst, befinden sich 4 Tasten. X, Dreieck, Kreis und Viereck. Um die Zahlen einzugeben, musst du, wenn der Code 3124 lautet, Viereck, Kreis, X und Dreieck drücken. Dann ist die Eingabe komplett. Hier ist eine schnelle und präzise Eingabe nötig. Für einen Code hast du 5 Sekunden. Wenn du das nicht schaffst, wird der Code geändert und die bisherigen Eingaben werden alle ungültig.
Wenn die Eingabe erfolgreich ist, wird der Strom abgeschaltet. Daraufhin lösen sich die Waggons, dann müsst ihr warten, bis die Weichen umgestellt sind. Diesen Vorgang macht ihr zweimal, daher solltet ihr die verbleibende Zeit gut abschätzen. Wollen wir das einmal probieren? Du musst es dreimal schaffen. Mit L1 kannst du abbrechen. 1, 3, 4, 1. 1, 3, 4, 1. Erster Code bestätigt. 3, 1, 1, 3. 3, 1, 1, 3. Zweiter Code bestätigt. 1, 3, 2, 2. 1, 3, 2, 2. Wie sieht's aus? Nachher hast du auch einen Zeitlimit, vergiss das nicht. So, Ende der Besprechung. Ist eigentlich egal, aber warum sieht das Modell des Presi-Waggons so unfertig aus? Die anderen Modelle haben wir gekauft, aber den Presi-Waggon hat Renoir gebastelt. Jetzt verstehe ich. Ich habe mich auch gefragt, warum er so ätzend aussieht. Okay, bis gleich.